Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Montag früh, neue Woche, neues Glück. Ich stehe hier gerade vor einer Postfiliale, muss aber noch ein paar Minuten warten, bis die aufmacht. Ich hatte die Jungs jetzt gerade in den Kindergarten gebracht und war kurz beim Lidl drinne. Und das ist so blöd, wir haben bei uns hier im Ort so zwei Hauptstraßen, sag ich. Es gibt mehrere große Straßen, aber das sind so die Straßen, wo halt am meisten, wobei es gibt drei, wo so am meisten los ist, wo die ganzen Geschäfte sind und so weiter und so fort. Und bei der einen Straße, die führt sozusagen zu der anderen Hauptstraße, also diese Straße wurde jetzt auf jeden Fall komplett gesperrt, weil die da irgendwie einen Kreisel hinbauen wollen. Also völlig absurd, macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Aber das ist die Straße, die zum Beispiel zum Bahnhof fährt oder wenn man dann zum Aldi fahren abbiegen möchte in der Straße. Das ist die. Oder zum Lidl kommt man gefühlt, also kommt man von unserer Seite aus gar nicht mehr rein. Ich habe jetzt beim Edeka-Parkplatz geparkt, um nebendran dann beim Lidl reinzukommen. Bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird, wenn das fertig ist. Aber es war eigentlich eine normale gerade Straße, wo links und rechts Sachen gibt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wieso, weshalb, warum da jetzt so ein Kreisel gebaut werden muss. Die Autofahrer sind alle verwirrt. Man sieht die ganze Zeit irgendwelche Autos, die sich, also die dann halt eben wieder drehen. Joa, naja, it is what it is. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier noch ein Stückchen weiter hochgelaufen, weil ich auch hier nicht mehr mit dem Auto hinkomme. Es sei denn, ich fahre komplett außenrum. Das ist aber von uns aus mega Umweg. Also richtig, richtig ätzend. Das Gute ist, ich komme ganz normal zum Kindergarten und komme auch ganz normal wieder nach Hause. Da muss ich nicht hier durch die Straße, aber sobald ich zum Aldi möchte oder zur Post oder zum Lidl, muss ich jetzt immer komplett außenrum fahren, weil kein Plan, wie lange das dauern wird. We will see. Naja, auf jeden Fall bringe ich jetzt ein paar Sachen weg, weil ein bisschen was, ich habe zum Beispiel, habe ich euch doch gesagt, ich habe so eine Trage bestellt. Und zwar ist es keine normale Kindertrage, wo man das Kind vorne hat, sondern seitlich. Das ist im Prinzip wie so ein, das tut man sich auf die Schulter, das geht dann so seitlich und dann hat man seitlich sozusagen das Kind drinnen sitzen oder liegen oder. Meine Schwester hat sich so ein Ding letztens geholt. Und das war richtig nice. Also gerade wo wir im Opel Zoo waren, hat sie, weil sie, die Kids wollen immer mal wieder getragen werden, damit sie rumgucken können, weil sie einfach interessiert sind. Es geht gar nicht so sehr um das Tragen an sich, sondern um das Gucken halt eben. Und das war richtig nice, weil sie musste sie dann die ganze Zeit nicht so im Arm tragen, sondern hat das halt eher dann auf der Schulter die Last oder am Rücken gehabt. Und so kann man das Kind dann halt eben länger tragen. Und ja, also schon nice. Auf jeden Fall habe ich so ein Ding bestellt. Die sind auch relativ günstig. Es kam aber ein anderes Modell an und eine komplett andere Farbe. Ich habe nämlich etwas in rosa-weiß bestellt, was so luftdurchlässig ist. Und ich habe eins bekommen in einem anderen Stoff, was so ein bisschen dicker ist und in dunkelblau. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall schicke ich das zurück und auch diese zwei Krabbelschuhe, die ich euch gezeigt hatte. Und die Mützen. Genau, es hat sich echt einiges angesammelt jetzt hier letzte Zeit. Noch, ich glaube, 5 Minuten, dann macht die Poststelle hier aber auf und dann laufe ich zurück zum Edeka, um mein Auto zu holen und dann fahre ich nach Hause. Ich habe übrigens gestern dann doch noch einiges gemacht. Ich habe zwar echt eine Zeit lang am Nachmittag draußen gechillt, aber ich habe dann doch noch einiges gemacht und zwar bin ich, als mein Mann dann nach Hause gekommen ist, bin ich runter und er hat ihr dann die Flasche gegeben. Sie ist ausgelaufen, warum auch immer. Ich habe sie dann aber geschnappt und bin mit ihr baden gegangen, genau. Und danach, war das direkt danach? Nee, als mein Mann ihr die Flasche gegeben hat und da unten so ein bisschen rumgewuselt ist, habe ich nämlich oben, und davor war ich schon oben, habe ich diese zwei schwarzen großen Kisten, wo mein ganzes Nagelzeug drin gewesen ist, ausgemistet. Und ich sag's euch, ich habe bestimmt 90% weggeschmissen tatsächlich. Auch eine sehr, sehr, sehr alte Lampe war mit dabei. Die war aber auch schon wirklich vergilbt und wirklich alt. Aber diese neue, die ich euch zum Beispiel gezeigt habe, die habe ich behalten. Ich habe so ein paar Sachen behalten. Das war jetzt zum Beispiel diese Lampe. Und hatte ich noch so ein paar Sachen, die frisch eingepackt waren. Also Pfeilen und so Zerletten zum Beispiel. Und ich hatte noch zwei Gele, die komplett ungeöffnet waren. Die habe ich auch behalten. Aber ansonsten alles, was geöffnet war, die ganzen alten Pfeilen und was weiß ich, was ich da alles drin. Also ich hatte wirklich viel Zeug in diesen zwei schwarzen Kisten. Ich habe tatsächlich alles weggeschmissen, weil das macht gar keinen Sinn. Also da, das sah teilweise halt auch
logischerweise schon sehr, sehr, sehr gebraucht aus. Ich habe das ja damals regelmäßig gebraucht, alles. Und ja, gerade alles, was so angebrochen war, ich habe alles weggeschmissen. Also die zwei schwarzen Kisten sind weg. Und ich habe ein bisschen angefangen, in meiner Ecke da hinten aufzuräumen. Ich habe zum Beispiel einen riesengroßen Karton gefunden, der leer war. Den habe ich auch weggeschmissen. Wahrscheinlich war das noch so im Sinne von Verkaufen oder sowas. Ein paar Sachen verräumt und so weiter und so fort. Also ich bin in meiner Ecke, die hinter meinem Sessel ist, schon echt weitergekommen und habe da einiges aufgeräumt, weggeschmissen, je nachdem, was es halt eben gewesen ist. Ich habe da jetzt auch diesen riesengroßen blauen Sack rausgeholt. Da soll meine Schwester meiner Mutter mal drüber gucken. Ansonsten werde ich es in die Kleiderspende geben. Genau. Und ja, also ich war auf jeden Fall gestern da noch eine Weile beschäftigt. Immer mal wieder zwischendurch. Zwischendurch hatte ich dann Lara gebadet, sie fertig gemacht, sie dann aber meinem Mann wiedergegeben und habe oben weitergemacht. Danach habe ich beide Jungs abgeduscht. Genau, also ich habe gesagt, so eine Badesession machen wir jetzt nicht, weil da war es schon 25 vor 7, als ich angefangen habe mit Lias. Und um 7 essen wir ja immer zu Abend. Deswegen, ich habe ihn dann schnell abgeduscht, fertig gemacht, dann habe ich Samu ready gemacht. Dann haben wir Abend gegessen und dann waren wir eigentlich doch viel, viel, viel früher fertig als gedacht. Und dann konnten wir echt noch eine Zeit lang auf der Couch einfach chillen und die haben noch viel Gewind gespielt. Und ja, das war der Abend gestern. Also ich bin wirklich nochmal ein ganzes Stückchen weitergekommen. So, mittlerweile hat die Post offen. Jetzt kommen auch alle, dass ich hier nicht die Letzte in der Schlange bin, obwohl ich die Erste war, die hier draußen steht, gehe ich jetzt mal rein. So, da melde ich mich mal eine Million Jahre später. Wir haben mittlerweile schon 3 Uhr, bin jetzt ein bisschen am Spazieren mit Lara und wir laufen auch mal kurz zum Teddy, weil ich nach etwas Bestimmtem gucken wollte. Ja, da laufen wir noch mal ein bisschen rum und ich denke so in einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr holen wir dann die Jungs ab. Ich saß eigentlich die ganze Zeit am Laptop, muss ich sagen. Also Lara hat richtig gut und lange geschlafen bis 1. Also ich dachte, dass sie so um 11.30 Uhr vielleicht wach wird oder so. Also sie hat wirklich lange geschlafen. Und ich habe die Zeit aber gut ausgenutzt, weil ich habe es geschafft, endlich meinen Videopodcast, was ich gedreht hatte, das erste, auf den Laptop zu ziehen. Ich habe dieses Adapter-Ding nämlich gefunden und habe alles draufgezogen und dann geschnitten. Ich hatte ja über 1,5 Stunden Material. Das heißt, ich war wirklich eine ganze Zeit lang am Schnitt beschäftigt. Ja, auch das Abspeichern, Hochladen, das hat alles eine Weile gedauert. Jetzt habe ich gerade alles soweit bearbeitet. Die Infobox, ich habe die alten Amanda Talk Videos rausgesucht, alle in die Infobox verlinkt und sowas halt eben. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist das Thumbnail. Dann kann ich das Video online stellen. Also es kommt heute definitiv online. Da freue ich mich sehr drüber, dass das endlich online geht. Genau. Und ja, ich muss echt sagen, ich habe nichts anderes gemacht. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich habe zwischendurch immer E-Mails beantwortet. Da kam heute einiges rein. Da muss ich sagen, bin ich auch gerade auf Null. Das ist sehr, sehr gut. Aber ansonsten war ich wirklich im Prinzip die ganze Zeit mit diesem einen Video beschäftigt. Deswegen, ich habe jetzt auch gesagt, so, boah, ich brauche jetzt mal ein bisschen frische Luft und einfach mal Kopf frei kriegen, bevor die Jungs dann auch nach Hause kommen und dann erst recht die Party abgeht, dass wir einfach mal kurz ein bisschen die Seele baumeln lassen. Heute sollte es eigentlich ursprünglich schlechtes Wetter werden und regnen, hat sich aber auf morgen verschoben oder auf die nächsten Tage. Also es ist schon den ganzen Tag wirklich blauer Himmel oder beziehungsweise leicht bewölkt, aber die Sonne kommt halt durch, dadurch, dass es so ganz leichte Wolken sind. Und immer wieder, wenn der Wind nicht da ist, ist es auch richtig, richtig warm, muss ich sagen. Ich saß zwischenzeitlich auch mal für, ich glaube, 20 Minuten oder sowas, bin ich mal kurz in den Garten gegangen und habe dort Video geschnitten. Aber es wurde richtig, richtig warm. Es war aber super, super schön, ein bisschen Vitamin D zu tanken. Aber es ist immer windiger geworden. Und was heißt, es ist jetzt nicht extrem windig oder sowas, aber es ist schon so ein Wind, der halt dauerhaft geht. Und dieser Wind ist richtig kalt. Also ihr seht mich, ich bin hier mit Winterjacke tatsächlich unterwegs. Mir ist aber weder warm noch kalt. Also ja, darf man halt nicht unterschätzen. Ja, so kann man sich nämlich schnell erkälten, wenn die Sonne rauskommt und man sich denkt so, oh ja, zieh ich mal ein T-Shirt an. Sieht man immer wieder Leute, die hier mit T-Shirt und keine Ahnung was rumlaufen. Und das ist noch nicht die Zeit dafür tatsächlich. Also zumindest nicht heute. Ja, ich gehe jetzt als allererstes mal in den Teddy und dann laufe ich mal eine große Runde. Ich war beim Teddy und das habe ich einmal mitgenommen. Ich brauchte eine Box für unter den Hochstuhl, damit ich da mal die ganzen Sachen reinmachen kann. Zeige ich euch bei Gelegenheit. Dann habe ich hier so Kinderhandschuhe mitgenommen für den Garten. Richtig süß. Dann hier solche
Schuhpins, die man in diese Crocs reinmachen kann. Davon haben wir ja ganz viele. Und ich habe jetzt mal solche Dinger mitgenommen. Ich wusste, da haben sich die Jungs schon sehr drüber gefreut. Ich habe aber auch schon ein paar Mädelsachen mitgenommen. Dann einmal von Pokémon hier zwei Bleistifte und Radiergummi und Spitzern. Genau. Und dann zweimal Wassereis. Es gibt es endlich wieder. Der Dias hat sich extrem drüber gefreut. Genau. Und dann hatte ich noch so eine Süßigkeit mitgenommen. Die haben die Jungs auf dem Weg gegessen, als wir nach Hause gelaufen sind. Genau. Jetzt sind die beiden gerade da hinten mit Lara am Spielen und ich mache jetzt mal einen Snackteiler, werde ich mal vorbereiten. So, wir haben Lias seine Schuhe jetzt aufgehübscht. Die hat er sich rausgesucht, sieht echt cool aus. Und zur Vollständigkeit ist Samus neue Schuhe, die hat er sich ausgesucht. Ja, die sind schön, gell? Ja, und das war die Kiste, wofür ich sie haben wollte. Wir hatten nämlich hier unten und hier und an den Seiten überall hängend und liegend diese ganzen Lätzchen oder Tücher, was ich alles so für das Füttern benutze sozusagen. Wir haben ja mehrere, welche die mit Armen sind, welche die ohne Arme sind, also so ganz normale Lätzchen. Und das ist viel praktischer, die da in der Box zu haben. Dann stelle ich die da hin und fertig, weil sonst hier hing es runter, auf der anderen Seite hing es runter. Hier waren die ständig und ständig ist es runtergerutscht und hing dann auf dem Boden rum. Es war super nervig, deswegen ist das eine bessere Lösung. Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Wir haben Dienstag. Das ist immer noch so ungewohnt, wenn ich meine Haare so anfasse und dann ist es so hier fertig. Normalerweise habe ich dann immer so lang gezogen. Huch, da habe ich meine Haare rausgerissen. Heute oder beziehungsweise gestern Abend, so ab 6 Uhr ungefähr, hat es angefangen hier wirklich richtig zu stürmen, anscheinend deutschlandweit. Ich habe nämlich gerade im Radio gehört, dass durch den Sturm von gestern deutschlandweit es Probleme gibt mit dem Verkehr. Genau, es sind mehr Autos unterwegs, weil viele Bahnen nicht fahren und. Es gibt keinen, also bei uns hier zum Beispiel fährt die Bahn komplett gar nicht. Es gibt keinen Schienenersatzverkehr und. Also, ja. Mein Mann sollte eigentlich auch heute zur Arbeit, aber durch diese ganzen Ausfälle, betrifft ja sozusagen alle und auch die anderen Kollegen und so weiter, sind jetzt auf jeden Fall, ist er dann doch zu Hause geblieben und ja, wird aber heute den ganzen Tag im Meeting sozusagen sein. Ja. Also er ist da, aber auch nicht da. So nach dem Motto, ich kann trotzdem nicht mit ihm sozusagen rechnen. Ich war jetzt einmal kurz die Jungs wegbringen. Es ist so eklig am Regnen, wie ich es hasse. Und war jetzt noch mal kurz beim Edeka drinnen. Nur ein paar Kleinigkeiten geholt. Jetzt fahre ich auch wieder nach Hause, weil wir haben 20 vor 9 und um 9 Uhr beginnen die Meetings. Genau. Ich werde jetzt gleich mit Lara einmal chillen, sie fresh machen, umziehen und so weiter und so fort. Und irgendwann mal frühstücken. Und wenn sie irgendwann wieder schläft, dann möchte ich heute gerne meine Wimpern neu machen. Ich habe ja gerade diesen ganz krass natürlichen Look drauf. Der ist auch schön, aber man hat sich da schon relativ, also ich habe mich relativ schnell satt gesehen. Also ich kann das dann immer mal so eine Woche tragen, das ist in Ordnung, aber auch nicht unbedingt länger. Ich bin dann zu sehr, dass ich sage, so, oh, ich hätte doch gerne wieder diesen Bam-Bam-Look. Diesen krasseren Look kann ich halt einfach länger tragen, aber diesen natürlichen Look, wie gesagt, für zwischendurch ist es nice. Ich werde auf jeden Fall auch mal testen, wie es ist, diese einzelnen aus dieser großen Packung, wo diese Reihen halt eben sind, dass ich, das habe ich nämlich auch schon gesehen, dass man zwei übereinander klebt und sie dann drauf macht, dass es einfach einen krasseren Effekt hat. Da bin ich auch mal gespannt, das werde ich auf jeden Fall auch mal testen. Und es sind aktuell 5 Grad, es ist schweinekalt. Wirklich, es ist so kalt. Ach Gott, ich drossel mich hier gerade selber. Ja, also braucht kein Mensch diese Kälte. Das ist halt so anstrengend, wenn es an manchen Tagen irgendwie paar 20 Grad ist und an anderen Tagen dann auf einmal irgendwie hier unter 10 Grad und es soll die nächsten Tage ja so weitergehen. Braucht kein Mensch. Richtig, richtig eklig. So, jetzt geht's ab rein und dann starte ich mal in den Tag. Ich melde mich später wieder, ihr Lieben. Beziehungsweise, ich zeige euch gleich mal meinen Einkauf. Ja.
So, beim Edeka habe ich zweimal diese Mini-Croissants mitgenommen. Ein frisches Brot ist noch komplett warm, richtig lecker. Knorr-Fix-Tüten waren gerade im Angebot, deswegen habe ich da welche mitgenommen von unserem geliebten Bauerneintopf. Und Red Bull habe ich mitgenommen, das ist aber Geschenke. Also das ist zum Verschenken, das trinken wir ja gar nicht. Lara sitzt gerade hinten im Hochstuhl, die wartet auf mich. Ihre Flasche wird gerade vorbereitet. Da ist diese Vitamin-D-Tablette drin, die muss ich erstmal noch auflösen. Und dann kriegt sie gleich ihre Flasche. Ich habe sie gerade schon komplett umgezogen, frisch gemacht, sauber gemacht und so weiter. Und dann kann sie nämlich gleich nach der Flasche in Ruhe spielen.